Im Zuge des Niedersachsen-Derbys haben sich nun beide Fanlager zu geplanten Protestaktionen geäußert. Die Fanszene von Eintracht Braunschweig gibt dazu Folgendes bekannt. Wir werden im Stadion nicht wie üblich gestalten und schweren Herzens den Spieltag mit verschiedenen Protestformen begleiten. Wir rufen alle Eintracht-Fans auf, sich solidarisch mit unserem größten Rivalen zu zeigen. Diese Angelegenheit ist größer als ein einzelnes Spiel, denn es wird auch darüber entscheiden, wie lebendige Fankultur mit Gästefans in Zukunft aussehen wird. Auch wir würden uns lieber mit Choreografien und Stimmung beschäftigen, allerdings zwingt uns diese Lage zum Handeln. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine widerspenstige Fankultur das Potenzial hat, für uns negative Entwicklungen zu behindern. Seien es die Proteste gegen Anstoßzeiten, Investoreneinstiege oder Kollektivstrafen, in den Kurven steckt eine Kraft, die sich tatsächlich Gehör verschaffen kann und muss. Diese Kraft wird umso größer, je mehr Leute sich trotz unterschiedlicher Auffassungen hinter einem Protest versammeln. Deshalb werden wir keine gute Miene zum bösen Spiel machen und unsere Entscheidung steht fest: Protest. Durch den kurzen zeitlichen Ablauf zwischen der tatsächlichen Entscheidung des reduzierten Gästekontingents und dem heutigen Spieltag ist die endgültige Form des Protests noch Gegenstand der Diskussion. In den nächsten Tagen erfolgen weitere Infos zum Vorgehen der aktiven Fanszene, seid also aufmerksam und schließt euch dem Protest an. Uns ist die Komplexität dieses Protests bewusst, denn es ist verdammt schwierig, all die Interessen der Stadionbesucher unter einen Hut zu bringen. Wer jedoch Freude an aktiver Fankultur und ihrem Fortbestand hat, muss die Tragweite des reduzierten Gästekontingents verstehen. Aktive Fankultur besteht nicht nur aus Choreos, Sommerfest und karikativen Veranstaltungen, sondern muss immer auch der Stachel im immer absurder anmutenden Profifußball bleiben. Deshalb fordern wir alle Eintracht-Fans auf, den Protest zu unterstützen und auch diese unpopuläre Maßnahme mitzutragen, denn es geht um die Zukunft auf den Tribünen. Die Hannoveraner äußerten sich ebenfalls zu den Gästeeinschränkungen und erklärten auf ihrer Website: Moin 96er, das Derby steht mal wieder vor der Tür und ist eigentlich Anlass für jeden 96er, dass die Herzen höher schlagen. In dieser Saison ist es aber leider anders. In einer über Monate von Populismus geprägten einseitigen Debatte der Innenpolitik, federführend durch Innenministerin Daniela Behrens, wird dieses Derby ohne die aktive Fanszene von Hannover 96 stattfinden. Entgegen allen sachlich fundierten Einschätzungen von Fanprojekten, Vereinen und selbst der örtlichen Polizei, hat das niedersächsische Innenministerium mit Eintracht Braunschweig letzten Endes nach vielen erfolglosen Wochen ein Opfer gefunden, welches sich den Drohungen der Innenministerin gebeugt hat, um ein Maßnahmenpaket umzusetzen. Allein ein Konzept öffentlich par ordre du Mufti ohne die eigentlichen Beteiligten durchzudrücken offenbart, wessen Geisteskind Daniela Behrens ist. In derart politisch aufgeheizten Zeiten ein Offenbarungseid der besonderen Art, den wir selbst einer SPD-Innenministerin nicht zugetraut hätten und der sich hoffentlich in aller Deutlichkeit rächen wird. Die elementaren Grundpfeiler einer lebendigen Fankultur haben wir und viele andere Fankurven spätestens im Zuge der Covid-19-Pandemie und im Rahmen des DFL-Investorendeals für uns wieder vergegenwärtigt. Und selbst diese sind für uns nur ein Mindestmaß davon und sprichwörtlich die letzten, roten Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Hierzu zählt für uns klar eine Beschneidung des ohnehin schon geringen Gästekontingents um 40%. Dadurch steht nur noch ein Kontingent von rund 1200 Karten zur Verfügung, was somit weit entfernt von der 10%-Regel für Gästefans ist. Ebenso ist das Verbot von allen Fanmaterialien zur Umsetzung einer Choreo für uns im Rahmen eines Derbys nicht hinnehmbar. Von den voraussichtlich noch weiter ausufernden Sicherheitsmaßnahmen rund um den Spieltag sowie Einlasskontrollen unbekannten Ausmaßes ganz abzusehen, welche schon in den Jahren zuvor den Bogen überspannten. Es liegt uns fern, diesen beispiellosen Eingriff der Politik in die Fankultur unkommentiert zu akzeptieren und mitzugehen. Ganz im Gegenteil. Außerdem haben beide Fanszenen im Nachgang ihrer Statements zu Demonstrationen aufgerufen. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr über Ultra Deutschland erfahren möchtest, abonniere doch gerne unseren Kanal.